Moin! Heute möchte ich euch zeigen, wie wir bei der Planung der Außenanlagen vorgegangen sind. Was tut man, wenn man keine Ahnung hat? Richtig, man googelt. Ich habe nach Gartenplanung gegoogelt und als Bilder kamen relativ viele Zeichnungen von Gärten, was mich zu der Idee gebracht hat, so einen Garten kann ich eigentlich auch selber zeichnen, weil wir haben gewisse Ideen, wir haben Mindestanforderungen und bevor ich das einen Gartenplaner machen lasse, für 500 bis 1000 Euro mache ich das lieber selber. Und jetzt möchte ich euch zeigen, in welchem Programm ich das gemacht habe und wie ich dabei vorgegangen bin und was am Ende dabei rausgekommen ist. Adobe Fresco heißt mein Programm. Ich gebe euch jetzt keine Einführung. Ihr könnt das mit einem x-beliebigen Zeichenprogramm machen. Ihr könnt das auch händisch machen. Ich habe mir unsere Grundrisszeichnung genommen und habe dann erstmal das Haus nachgezeichnet, die Rasenfläche nachgezeichnet und die Einfahrt nachgezeichnet. Und dann kamen halt so ein paar Elemente dazu, wie wir hätten gerne eine Feuerstelle. Hier sind noch ein paar Details für die Terrasse. Hier sind noch ein paar Beete, unter anderem Hochbeete. Ein bisschen Begrünung ist dazugekommen. So hat sich das Stück für Stück aufgebaut zu etwas, was wir als unseren zukünftigen Garten bezeichnen würden. In der Ecke oben kommt zum Beispiel eine Rutsche hin. Die haben wir schon und die soll da auch wieder eingebaut werden. Es gibt einen Sandkasten für die Kinder. Wir würden gerne perspektivisch ein Gartenhaus dahin bauen. Ein Trampolin muss kommen. Und das ist so der Denkprozess. Man radiert viel, man spricht es mit dem Gartenplaner durch, der aber mit so einer Zeichnung den ersten Anhaltspunkt hat, was man alles braucht und was man möchte. Das heißt, das ist die perfekte Grundlage, um auch in Gespräche zu gehen, um es auch vielleicht nicht alles selber zu machen. Zeit und Geschick sind bei uns die limitierenden Faktoren, aber das kann der Gärtner lösen. Und jetzt gehen wir in Richtung Materialauswahl. Wenn man eine grobe Idee hat, dann kann man anfangen, sich über das Material Gedanken zu machen. Für alles, was man so braucht. Und um sich einfach mal inspirieren zu lassen, waren wir in zwei verschiedenen Gartenausstellungen bzw. Außenanlagenausstellungen. Die gibt es im Norden von Hamburg, wo wir im Moment noch wohnen. Und auch natürlich wohnortnah. Es gibt unendlich viele Belege für den Boden, mehr als man sich vorstellen kann. Und um überhaupt erstmal eine Idee zu haben, wohin die Reise geht, ist der Besuch einer solchen Ausstellung ziemlich gut. Bei uns wird sich das in mehrere Teile aufteilen. Es gibt die Auffahrt zu pflastern, dafür brauchen wir Material. Das seht ihr beispielhaft hier. Wir werden Terrassenbelege haben, wir werden Kies uns aussuchen müssen. Es gibt Mauerwerk in unserem Garten, weil wir einen Höhenunterschied ausgleichen müssen. Und zu guter Letzt soll das auch nicht aussehen wie Kraut und Rüben, sondern muss zusammenpassen. Und da kommt dann wirklich eine gute Beratung ins Spiel, weil wir hatten beide Extreme, wir hatten eine sehr gute und eine eher mäßige Beratung. Auf solche Sachen wurden wir aufmerksam gemacht, dass eben auch farblich alles stimmt. Vorweg, Entwässerung ist ein großer Kostenfaktor. Von Fibrockhaus gibt es dazu noch und nöcher Unterlagen, wie der Gärtner oder man selbst die Entwässerung zu planen hat, mit Kellergeschoss, ohne Kellergeschoss. Da gibt es Detailzeichnungen, die ihr hier seht. Nächster Kostenblock, Auffahrt. Wir haben uns am Anfang sehr, sehr stark auf Betonsteine fokussiert. Das war, bevor wir die Beratung hatten. In der Beratung kamen dann gewisse Faktoren zum Tragen, die uns etwas von Betonsteinen abgebracht haben, hin zu Klinkerpflaster. Ihr seht hier eine sehr, sehr große Auswahl. Das sind alles Betonsteine und die gibt es in vielen verschiedenen Formaten. Und für uns hätte es bei einer großen Auffahrt, die wir haben, die ihr vielleicht gerade auch im Bild gesehen habt, Sinn gemacht, wenn man nicht immer das gleiche Format nimmt, sondern das so ein bisschen auflockert. Was uns dann von Beton abgebracht hat, war eigentlich nur der Vorher-Nachher-Vergleich, wie so ein Stein aussieht, wenn er neu ist und wie er aussieht, wenn er ein paar Jahre auf der Auffahrt gelegen hat, mit Witterung und allem. Und dieses Bild war für uns einfach der ausschlaggebende Punkt, warum wir gesagt haben, alles rein subjektiv, für uns ist die bessere Wahl, auch wenn es 20% mehr kostet, von vornherein Klinkerpflaster zu legen, weil es eben farbbeständig ist, weil sich nichts auswäscht, die Oberfläche bleibt genauso. Allerdings am Klinker ein kleines Format und eigentlich wollten wir eher Großformat. Was also machen wir mit einer Auffahrt, die ungefähr 35 bis 40 Meter lang ist? Es wird sehr, sehr kleinteilig. Also haben wir gesagt, wir lockern das auf, indem wir
Kopfsteinpflaster legen. Zweireihig, alle paar Meter, das Ganze dann dazwischen wahrscheinlich in Richtung Fischgrät oder diagonal verlegen und mit anthrazitfarbenem Stein, weil das im Grunde eine perfekte Kombi ist zu dem doch recht hellen Haus. Die Fugen werden hell, die Fensterrahmen sind dunkelral 70-15 und der anthrazitfarbene Stein, den wir hier als Muster mitbekommen haben, machen eigentlich eine sehr, sehr gute Kombi. Kopfsteinpflaster wiederum gibt es gebraucht, das braucht man nicht neu beziehen. Es gibt Kataloge, wo man sich die Farbgebung aussuchen kann und wir hatten einen kleinen Helfer. Mini 2 hat sich auch, wie ich finde, einen schönen Farbton ausgesucht, der nochmal ein bisschen Kontrast reinbringt. Die nächste Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Auch dafür konnten wir uns in den Gartenausstellungen perfekt inspirieren lassen. Die erste harte Frage war allerdings, bevor wir dahin gefahren sind, Holz oder Stein? Wir haben uns letztendlich für Stein entschieden, weil der Preisunterschied nicht wirklich besonders war. Es war nahezu gleich, ob wir jetzt eine Holz- oder eine Steinterrasse nehmen oder eben WPC, was Holz entspricht, aber im Grunde Plastik ist. Das kann man auch nachhaltig bekommen. Sei es drum, wir haben uns für Stein entschieden. Das gibt es auch in Holzoptik. Die wirklich wichtige Frage jedoch ist, was nimmt man, wenn es nicht Beton sein soll? Ist es Keramik mit meist 2 cm dicken Platten oder Keramikverbund, sprich Keramik und einer Betonplatte unten drunter, die meist 4 cm dick ist? Die Unterschiede habt ihr hier schon recht gut gesehen, gerade wenn wir in der Keramik-Pur-Abteilung mit 2 und 3 cm Stärke. Jetzt kommt Keramikverbund. Ihr seht, das sind zwei verschiedene Materialien. Wir sind auch nur Laien. Das ist das, was wir bisher gelernt haben. Und es kommt so ein bisschen auf die Verlegekosten an, wofür man sich entscheidet. Denn die sind schon deutlich unterschiedlich. Wenn ihr es also nicht selber macht, dann seid euch darüber bewusst, dass der Galabauer oder wer auch immer es macht, mehr Aufwand dadurch hat, dass er dünne Keramikplatten natürlich nochmal extra befestigen muss, verkleben muss. Das seht ihr unten, gebundene Bauweise. Und die Keramikverbundplatten, die seht ihr hier oben, die sind auf einem Kiesbett zu verlegen. Das ist also anscheinend deutlich einfacher mit weniger Aufwand versehen. Deswegen sind die Verlegekosten da auch weitaus günstiger. Unser Must-Have Nummer 4. Nerviges Thema für uns, Schotter oder Zierkies am Haus zur Versickerung. Ihr habt das gerade schon gesehen in den Zeichnungen, die Fibrockhaus uns zur Verfügung gestellt hat. Das hat die Stadt uns auch zur Auflage gemacht. Wir müssen in irgendeiner Art und Weise am Haus entlang eine Reihe Kies oder Schotter haben. Uns wurde auch gesagt, welche Körnung das idealerweise haben soll. Aber welche Farbe? Oh mein Gott, welche Farbe? I don't know. Es gibt so viele Möglichkeiten in so vielen verschiedenen Preisklassen, Farbklassen, Gütekategorien aus aller Welt. Am liebsten hätte ich irgendwas Lokales und keine Muscheln aus Bora Bora, die mich wieder ein Vermögen kosten, aber ich kenne meinen Geschmack und weiß, dass das wahrscheinlich auch teuer wird. Hier seht ihr nochmal die Zeichnung, die ich vorhin schon gezeigt habe. Das heißt, Kiesbett sollte am Haus sein, Versickerungsdetails sind auch irgendwie angeführt. Unser Gärtner hat alles, was er braucht. Must-have Nummer 5, wir sind bei der Mauer angelangt und auch da unendlich viel Auswahl in entweder den gleichen Formaten oder verschiedenen Formaten, in rau, in glatt, in dick oder dünn. Die eine Sache, die der Gärtner uns mitgegeben hat, ist, Trockensteinmauern sind einfach wesentlich günstiger als die betonierten Mauern. Das hat mit dem Aufwand zu tun. Die nächste wichtige Frage, die ihr euch stellen solltet und die wir uns auch gestellt haben, ist, passt der Terrassenbelag zu der Mauer? Weil in unserem Fall Mauer und Terrassenbelag aneinander grenzen. Und dafür sind auch solche Ausstellungen super, weil man kann einfach die Platten nehmen und mal gegen eine Mauer halten, so wie wir das hier gemacht haben. Ich muss dazu sagen, das war noch die frühe Auswahl. Die Mauer wird wahrscheinlich wesentlich dunkler, um einen gewissen Kontrast zu geben. Wenn wir ein helles Haus haben und eine helle Terrassenfliese, dann ist so ein bisschen Kontrast mit dunklen Steinen super. Nächstes Thema, letztes Thema, die Treppe. Treppenstufen haben wir im Garten, weil wir etwa 1 Meter Gefälle ausgleichen und dadurch, dass wir eine ebene Spielfläche und Rasenfläche haben möchten, machen wir das, indem wir aus dem Haus rausgehen, Terrasse haben, dann kommt die Mauer und dann
kommt in einer Ebene das Gelände. Die Mauer wird etwa 50 cm hoch, so wie das hier ist, dass man so ein bisschen drauf sitzen kann noch. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn euch das gefallen hat mit unseren Tipps zur Gartenplanung, was wir alles beachten mussten, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht.